So, alle Schrauben sind fest. Das Material ist eingespannt und wir drehen immer so ca. 50 mm. Dazu spannen wir das Material auf etwa 55 mm aus. Das ist okay. Dann fangen wir an, das Material zum ersten Mal ausrichten. Das kann man vernachlässigen, allerdings, wenn man es macht, man handelt sich dann später weniger Probleme rein, weil dann das Rohmaterial, das noch in der Spindel ist, den Rundlauf zu unserem Konus hat und später natürlich auch der Spannzapfen, der hinten dran kommt, besser rund, zum Konus selber rundläuft. Ist nicht ganz so wichtig, der ganze Räumer verzieht sich beim Fräsen sowieso. Aber ich mache es einfach, weil jeder Fehler, den man vermeidet, ist ein Problem weniger, das man sich hinterher einhandelt. So. Jetzt schauen wir uns den Rundlauf an. Wir sind jetzt bei 700. Wir gucken wieder, dass wir den höchsten Punkt erreichen. So, als erstes mache ich meine Zentrierung rein. Das hat den Vorteil, dass ich beim Plandrehen nicht auf Null fahre und meine Schneide nicht den Putzen wegdrehen muss, sondern dann ins Freie fährt. Das schont meine Schneide ein bisschen. So, auch beim Zentrieren. Bisschen schmieren. Das reicht. Und jetzt drehen wir Plan. Das machen wir gleich mit der Schlichtplatte, die ist ein bisschen besser für die Aufgabe. Und ja, wenn man eine schöne Planfläche haben will, die ist das bei den Räumern nicht ganz so wichtig, weil das meiste fliegt nachher eh wieder weg. Aber beim zielenden Schnitt, also von innen nach außen, bekomme ich bessere Oberflächen, kann aber weniger zustellen. Wenn ich eine arg eiernde Fläche habe vom Sägen, dann lohnt sich vielleicht erstmal mit dem Schrubbstahl einmal grob runter zu stechen und dann mit einem ziehenden Schnitt mit der Schlichtplatte reinzugehen. Drehzahl ist ein großes Problem bei der Geschichte. Normalerweise sollte ich innen ziemlich schnell laufen lassen, außen ziemlich langsam, so um die 100 bis 120 Schnittmeter. Wenn ich halt einen Räumer habe und der hinten raus ewig lang wird oder nachher nach vorne raus ewig lang rauskragt, habe ich ein Problem mit den hohen Drehzahlen. Das heißt, da muss ich runtergehen mit der Drehzahl, dass mir das Ding nicht um die Ohren haut. Und dann kriege ich ein Problem mit den Platten, die eigentlich für Silberstahl geeignet sind. Die erzeugen dann einen ziemlich hohen Schnittdruck, denn je schneller die Geschwindigkeit bis zu einem bestimmten Punkt, reduziert sich der Schnittdruck, was wir hier wollen. Können wir den aber nicht so schnell laufen lassen, wie wir müssten, müssen wir den Schnittdruck über die Platte regeln, das heißt eine schärfere Platte hernehmen
und dann eben einen höheren Verschleiß in Kauf nehmen. So, Planfläche drehen. Einmal ansetzen und dann hilft uns jetzt auch die Zentrierung. Da kann ich meine Spitze platzieren. Schritte fixieren. Jetzt einfach so lange machen, bis ich eine schöne Planfläche habe. So. Planfläche erreicht. Als nächstes Vorschrubben. Vorschrubben mit der massiveren Platte. Und sagen wir mal, wir wollen bei 3 mm beginnen. Das heißt, wir vermessen jetzt erstmal unser Werkzeug. Checken mal den Vorschrubben, der passt. Jo, läuft. Ich sag dir hinterher, wie schnell es ist, aber jetzt gerade keine Ahnung. Ich mache das mehr so nach Gefühl. Und jetzt vermessen wir mal den X-Wert unseres Meißels. Das kommt in die Digitalanzeige. Z-Wert antasten. Gut. So, wir wollen bei 3 mm starten und haben einen 1 zu 30 Konus. Das bedeutet, nach 30 mm bin ich im Durchmesser 1 mm weiter nach außen gekommen. Das heißt, 30 mm weiter sind 4 mm Durchmesser. 60 mm weiter sind 5 mm Durchmesser. Jetzt haben wir hier 50 mm, das heißt, ich bin nachher bei ungefähr 4,5. Das heißt, wir können vorschrubben bis Durchmesser 5,5 und zwar zylindrisch. Das hat den Vorteil, dass wir den automatischen Vorschub nehmen können. So. Gerne viel zustellen. 3, 4 mm Eingriff sind da kein Problem. Je weniger Schritte ich machen muss, das heißt, je weniger Weg an der Schneide vorbeikommt, desto länger hält mir die Platte. Wenn ich jetzt öfter in kleineren Eingrifftiefen arbeite, habe ich mehr Meter, die an der Schneide vorbeikommen. Deswegen gerne ein bisschen mehr zustellen. Man sieht es an den Spänen, was geht und was nicht geht. Einfach mal eine Platte kaputt machen, dann merkst du schon, was Sinn macht und was nicht. Laufen lassen, Öl drauf und auch Öl auf das Werkstück. Ein bisschen zu viel, dann reduzieren und schauen, dass die Vibrationen aufhören. Das ist das, was du für jeden Durchmesser rausfinden musst, was geht und was nicht geht. So, jetzt sieht man schon, der Span, der kommt unglaublich klar runter.
da ein bisschen in Stufenbolzen gedreht. Das ist alles so, ja, plus minus nach Gefühl. Einfach was die Schneide hergibt. Und ja, dass ich einfach, wenn ich jetzt dünner werde, ein bisschen mehr Stabilität habe. Das hilft mir jetzt, wenn ich bei 3 mm loslege, dass wir das Werkstück nicht zu sehr wegdrückt. Ja, hätte ich es jetzt quasi direkt auf 5 mm über die Länge gemacht, hätte ich jetzt Probleme bekommen, mit dem Schlichtstahl anzusetzen. Jetzt habe ich hier aber, was weiß ich, 7, 8 mm, nach hinten wird es mehr, gibt weniger Probleme. Später, wenn das Werkstück dicker ist, hat man die Probleme nicht mehr, aber am Anfang, gerade wenn man eine größere Länge auf einmal drehen will, lieber ein bisschen stufig bleiben, nicht zu dünn werden. So. Schlichtstahl. Werkzeug wieder vermessen. Und vermessen besser an der Spindel, nicht da vorne, falls es wegdrückt. Wieder einen Probezylinder drehen. Den vermessen. Einprogrammieren und jetzt vorne Durchmesser 3 mm drehen. Vordrehen, zweimal drüber drehen. Und dann prüfen, ob der Durchmesser stimmt. Das ist optimal, da kommst du prima durch eine Dreierbohrung durch. So. Ansetzen, Schlitten festmachen und jetzt mit dem Oberschlitten den Konus drehen. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie gleichmäßig man hier dreht. Das hat einen direkten Einfluss auf die Oberfläche. Und je genauer und je sorgfältiger man hier arbeitet, desto weniger hat man nachher Probleme mit dem Schleifen. Wieder laufen lassen. Öl drauf. So. Erster Teil vom Räumer ist fertig. Und jetzt an dem gedrehten Teil vom Konus neu ausgerichtet. So. Ein Hundertstel Rundbaufehler, das ist akzeptabel. Und der Spaß beginnt von neuem. Jetzt brauchen wir die Digitalanzeige nicht mehr, jetzt hangeln wir uns quasi Stück für Stück an dem Konus entlang. Wir fangen wieder außen mit Drehen an, eine geringere Drehzahl. Ich habe jetzt hier, was ist es, 750.
Das reduziert jetzt wieder den Schneiddruck, das hört man auch deutlich. Das klingt gesünder. Jetzt geht es darum, den Konus weiter zu drehen. Das heißt, wir müssen an dem alten Konus ankratzen und zwar hauchfein. Weil wir jetzt ziemlich genau gearbeitet haben, haben wir hier kaum einen Versatz zwischen dem ersten und dem zweiten Konussegment. Und das hat den Vorteil, dass ich einfach hinterher kaum schleifen muss. So, jetzt kann man sich vorstellen, dass man das einfach jetzt 10, 20 Mal macht, je nachdem. Und dann ist man auch schon fertig. So, Thema Schleifen, wenn man das möchte. Schleifen oder feilen an Drehmaschinen. Nie die Spindel übergreifen, sondern immer von dieser Seite aus arbeiten. Die linke Hand vorne, die rechte hinten. Es ist viel zu gefährlich, dass sich irgendwelche Kleidungsstücke oder sonst was in die Spindel, in das Futter reinzieht. Beim Spannzangenfutter ist die Gefahr nicht so groß, beim 3-Backenfutter, 4-Backenfutter immens hoch. Sein lassen. Auch in Schlitten wegfahren. Das Einzige, was man machen kann, ich meine, das kennst du natürlich jetzt vom Drechsel natürlich, du kannst es einfach hier locker halten und drüber gleiten lassen. So, und schon haben wir einen ziemlich schönen Anfang, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, von einem 1:30 Konus. So machst du es, so wird es was. Viel Spaß!